Vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite, Stefan Kohn, bin der Bayer der Deutschen Telekom. Freue mich, heute hier sein zu dürfen, auch wenn ich jetzt den schwierigsten Vortragsslot habe, weil wahrscheinlich alle jetzt im Esskoma sind. Von daher, ich hoffe, ihr habt euch alle mit Kaffee versorgt, damit das einigermaßen geht. Warum Deutsche Telekom? Warum bin ich hier eingeladen worden? Wir sind natürlich auch ein großer Retailer. Wir haben allein 1000 Shops in Deutschland. Und ich habe das mit dem Marketing Sell Fresher with IoT mal wörtlich genommen, deswegen auch der Fokus hier auf das Thema Retail, wie verändert sich Retail. Aber ich möchte euch nichts über die Retail-Strategie der Deutschen Telekom erzählen. Wer das wissen will, kann mich gerne in der Pause treffen. Ich bin nämlich nicht aus der Retail-Sparte der Deutschen Telekom, sondern ich arbeite für die Telekom und bin dort verantwortlich für die Telekom Design Gallery. Das ist unser Zukunfts- und Innovationsforum in Bonn, in unserer Zentrale. Sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Aber dort versuchen wir einfach, mit Partnern, Wissenschaftlern, Forschern, Kunden über die Zukunft nachzudenken. Und wenn wir jetzt über IoT sprechen, dann sehen wir natürlich da ein gewisses Right to Play für die Deutsche Telekom. Gerade wenn es um den Handel geht, die Digitalisierung des Handels findet jetzt statt. Das ist gerade eigentlich so die Branche, die momentan von dem ganzen Thema gerade sehr stark durchgerüttelt ist. Medienindustrie ist mehr oder weniger durch, Telekommunikationsindustrie ist mehr oder weniger durch mit Digitalisierung. Jetzt ist es eben der Handel. Und die Hypothesen, die wir dazu haben, ist, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt werden. Dann würden die meisten jetzt schon wahrscheinlich nicken und sagen, ja, habe ich auch schon mal gehört, glaube ich auch dran. Aber was das wirklich bedeutet für uns, das ist eigentlich die große Frage. Das bedeutet auch, Shopping wird phygital, das ist eine Mischung, ein Kunstwort aus physikalisch und digital. Die Experience, das Erlebnis, das Shopping-Erlebnis wird sich eben entsprechend verändern. So, das mal so als Vorrede, warum wir sagen, klar, Vernetzung und Digitalisierung, da hat die Deutsche Telekom durchaus ein bisschen Kompetenzen, deswegen beschäftigen wir uns auch damit, aber wir sind nicht die Handelsexperten vor dem Herrn und wir glauben auch nicht, dass wir sagen können, wie der Handel aussieht, deswegen glauben wir eigentlich daran, dass auch Zukunft und zukünftige Entwicklungen nicht vorhersehbar sind, aber sie sind gestaltbar. Und deswegen treffen wir uns auch regelmäßig in der Telekom Design Gallery mit Experten aus dem Handel zum Beispiel, Trendforschern, Wissenschaftlern, und das sind einfach so ein paar Bilder von einem Workshop, den wir letztes Jahr hatten, wo wir einfach 40 Experten eingeladen haben, einen Tag uns eingeschlossen haben und eine gemeinsame Zukunftsvision für den digitalen Handel erstellt haben. Das ist so ein bisschen das, was ich euch jetzt auch mitgeben möchte, worüber wir dann auch gerne diskutieren können, weil das ist nicht in Stein gemeißelt, das haben wir erschaffen. Das haben wir dann bei uns prototypisch umgesetzt, das probieren wir aus, aber das stellen wir auch jederzeit zur Diskussion. Und ich glaube auch gerade die Leute, die heute hier im Raum sind, haben eine gewisse Verantwortung, nämlich genau diese Zukunft, die da vor uns liegt und die wird kommen, auch entsprechend zu gestalten. Und das hat was mit Technik zu tun, die wir weiterentwickeln müssen, das hat was mit entsprechenden Produkten und Services zu tun, die wir entsprechend gestalten müssen, insbesondere aus Kundensicht. Und das hat auch was mit Kommunikation zu tun, deswegen macht ja auch hier der Gastgeber die Veranstaltung. Und da ist mir heute Morgen so ein bisschen eingefallen, wir reden überhaupt auch teilweise mit den falschen Begriffen. Ich habe heute zu häufig das Wort smart gehört, smart everything, smarter Hundenapf, smarter irgendwas. Sind die Dinge wirklich smart? Ist das wirklich der richtige Begriff dafür? So, ja, hier könnte ich jetzt auch über einen smarten Rasierer sprechen. Was es mit dem auf sich hat, erkläre ich nochmal. Ich würde sagen, das Ding ist alles andere als smart. Aber es macht mir mein Leben vielleicht ein bisschen einfacher. Und darum geht's. Weil wenn ich mit unseren Endverbrauchern spreche und die frage, wollt ihr smarte Geräte? Dann sagen die, nee. Irgend so ein Kühlschrank, der smart ist und schlauer ist als ich, macht mir mehr Angst. Ja, also gerade so künstliche Intelligenz ist ja momentan auch sehr stark in der Presse verbreitet. Und wir stellen gerade fest, in anderen Veranstaltungen, die wir machen, dass das den Menschen echt Angst macht. Das selbstfahrende Auto sagt wahrscheinlich jeder von uns, geil, möchte ich haben, brauche ich nicht mehr selber zu fahren, kann abends ein Bierchen trinken und trotzdem noch mit dem eigenen Auto nach Hause kommen. Man muss sich aber auch im Kopf behalten, dass der am häufigsten verbreitete Beruf dieser Welt Truckfahrer ist. Es gibt keine Berufsgruppe, die größer ist. Und die werden halt irgendwann mal wahrscheinlich überflüssig. Deswegen, vor zu viel Smartness haben viele Menschen auch Angst. Und darüber müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir das entsprechend auch verpacken. Ich bin da sehr optimistisch, dass die alle dann irgendeinen anderen Job finden werden und eine sinnvolle Verwendung. Aber erstmal macht Smartness vielen Leuten nicht unbedingt Mut, sondern aus unserer Erfahrung auch sehr viel Angst.
So, jetzt steigen wir aber mal ein. Was haben wir denn dafür eine Zukunftsvision kreiert? Was haben wir dafür Thesen entwickelt? Insgesamt sind es 9 Stück an der Zahl. Die erste ist Einfachheit. Den Menschen geht es nur darum, Dinge einfacher zu machen. Bei all der Technologie, die Technologie interessiert keinen. Es geht darum, dass Dinge einfacher werden. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele rausgenommen aus den Dingen, die ich so kenne. Die sind auch nicht alle mit Telekom-Bezug. Also es wird keine Telekom-Werbeveranstaltung. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit einem kleinen Startup zusammen. Das nennt sich Findbox. Und die haben einen relativ einfachen Use Case sich mal angeschaut. Die haben mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn die Birne kaputt geht und ich brauche Ersatz. Wie mache ich das heute? Ich schraube die Birne raus, weil ich weiß nicht, was das für eine Fassung ist, fahre zum nächsten Baumarkt, nehmen wir jetzt einfach mal Obi, gehe in diesen Obi rein und versuche Ersatzglühbirne zu finden. Kennt jeder diesen Use Case? Irgendwie schon mal so, ja, klingt bekannt. So, wisst ihr auch, dass 40% der Leute, die genau so reinkommen in den Obi, mit leeren Händen wieder rausgehen? Also 60% Conversion Rate, könnte man jetzt sagen, ist gar nicht so schlecht, aber dafür, dass ich dafür extra irgendwo hingefahren bin, dann doch wiederum nicht so optimal. Und warum kommen sie mit leeren Händen wieder raus? Entweder, weil das Produkt ausverkauft ist oder aber, weil sie es einfach nicht gefunden haben. Ja, und ihr seht da so ein bisschen die Regale, wie sie auch in den Märkten ist. Als Mann fragt man ja auch nicht, wo finde ich das Produkt, selbst wenn da jemand wäre, den man fragen könnte. Und irgendwie nach einer halben Stunde suchen, gibt man dann irgendwie entnervt auf. Das ist Realität heute. Und da hat sich die Firma Findbox gesagt, können wir vielleicht ein bisschen einfacher machen? Und ihr seht da so eine kleine Box, da kann ich tatsächlich diese Glühbirne einfach hinlegen, die wird gescannt, wird quasi digitalisiert und erstmal geguckt, ist das Ding überhaupt auf Lager? Wenn nein, kann ich es mir nach Hause liefern lassen oder am nächsten Tag abholen, habe ich also zumindest schon mal das Out-of-Stock-Problem gelöst. Und wenn sie dann da ist, sagt er, für den Sockel haben wir irgendwie 3 verschiedene Varianten, A, B oder C, welche willst du denn? Ich wähle aus und dann blinkt irgendwo auf dieser großen Wand ein kleines LED-chen und zeigt mir genau, wo ich zugreifen muss. Macht mir mein Leben einfach einfacher. Ich muss nicht mehr eine Stunde suchen, sondern einmal hinlegen, klicken, nehmen. Das sind Dinge, von denen wir glauben, durch Digitalisierung und Vernetzung werden die einfach möglich. Und alles, was uns den Einkaufsprozess einfacher macht, wird da helfen und vom Kunden auch angenommen werden. Ist das die Zukunft des Handels? Ich würde sagen, nein. Weil letzten Endes glaube ich daran, dass in ein paar Jahren die Lampe so intelligent ist und mir sagt, 2 Tage bevor sie kaputt geht, ich gehe jetzt kaputt und bitte besorg mir irgendwie Ersatz. Aber zumindest für den heutigen Zeitpunkt ist das noch ganz einfach. Ein anderes Thema, was im Handel natürlich extrem wichtig ist, ist das Thema Payment. Und auch da müssen wir dahin kommen, einfacher zu werden. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber ich bin häufig irgendwo bei irgendwelchen großen Warenhäusern, habe mir dann da mit Mühe und Not irgendwas zusammengesucht, was ich kaufen will, komme dann an die Kasse und will bezahlen und sehe dann eine riesige Schlange und lege die Sachen wieder weg, weil ich einfach keinen Bock habe, da eine Stunde in der Schlange zu stehen. Ja, das heißt, Seamless Payment ist eigentlich auch da wieder ein großes Thema und auch dafür muss ich wissen, und da kommen wir dann wieder auf das ganze Thema IoT, wer bin ich, wo bin ich, was habe ich gerade in der Hand, also ich brauche all diese Technologien, aber letzten Endes der Treiber dahinter ist es einfach zu machen und ich habe jetzt einfach mal hier Uber genommen, wer von euch kennt Uber? Wer kennt es nicht? Gegenprobe, mal gucken, ob mir alle zuhören, das ist ja auch immer gut, aber die meisten kennen es. Von daher, ja, für mich einfach der Benchmark, wie einfach Payment eigentlich sein kann. Ich steige ein, steige wieder aus, muss noch nicht mal meinen Geldbeutel dafür holen. Super einfach, davon brauchen wir einfach mehr, eben auch ganz normal im physikalischen Store. Wenn ich aber jetzt in Zukunft gerade sowas wie die Lampe, über die wir eben gesprochen haben, mir direkt nach Hause liefern lasse und ganz ehrlich, Sprudelkisten einzukaufen, macht mir auch keinen Spaß, die Treppe hoch und runter zu schleppen. Warum habe ich überhaupt noch physikalische Geschäfte? Es gibt ja jetzt auch schon genug Leute, die sagen, the physical store is dead, machen wir eh alles nur noch online. Woran wir glauben, woran die Experten glauben, wozu wir uns letzten Endes hingerissen haben, sagen, Einkaufen muss einfach zur Experience werden. Das ist eigentlich der große Treiber. Es geht nicht mehr darum, irgendetwas zu kaufen, Bedürfnisbefriedigung zu betreiben, sondern es geht darum, Spaß zu haben. Letzten Endes der Einkauf, wir hatten es heute Morgen gehabt, in dem ersten Keynote, was ist den Leuten wichtig? Naja, bei Gap einkaufen, bei IKEA. Ja, also von daher, das ist tatsächlich etwas, was heute einkaufen steht in Konkurrenz zum ins Kino gehen, mit der Familie essen zu gehen oder sonst irgendwas oder wir gehen halt irgendwo einkaufen, wenn es eben Spaß macht.
Das ist eine Freizeitaktivität und die muss mich bereichern. Und hier einfach so zwei Bilder, der eine oder andere kennt es halt, Samsung, die verkaufen da Handys, darum geht's. Die wollen Handys verkaufen. Aber sie ziehen es eben auf, mit dem Handy kann ich eben Virtual Reality Experiences machen und ich kann im Laden vielleicht auch noch ein bisschen Hardware hinstellen und mich da irgendwie durch die Luft wirbeln lassen und virtuelle Rollercoaster-Rides machen oder Fallschirmsprünge oder sonst irgendwas. Und das kann ich eben nicht zu Hause, das kann ich auch in keinem Online-Store. Das kann ich halt nur im physikalischen Geschäft und deswegen gehe ich dahin. Und ich kenne genug Leute, die sagen, deswegen kaufe ich mir ein Samsung-Gerät und kein Apple. Ich gehöre auch dazu. Obwohl ich glaube, hier sind viele Apple-Jünger. Aber das macht halt in Zukunft immer stärker den Unterschied. Einkaufen wird zum Erlebnis. Und damit es auch wirklich ein gutes Erlebnis wird, muss es eben auch ein individuelles Erlebnis werden. Ja? Ich möchte eben in Zukunft nicht mehr in den Laden gehen, der heutzutage, wenn man es mal runterbricht, was ist heute ein Shop? Ein Shop ist ein Warenlager. Ich gehe rein, weiß entweder schon, was ich will oder lasse mich überraschen. Bei Aldi ist das immer schön zu sehen, da gibt es ein paar Sachen, da muss ich hin. Dann gibt es ein paar Sachen, die kaufe ich vielleicht spontan, weil sie gerade da gut und günstig sind. Aber letzten Endes ist das ein großes Lagerhaus. Ich gehe rein, mache Kommissionierarbeit, bis hin zur Kasse und dann mache ich auch noch die Logistik selber. Die Shops der Zukunft werden viel mehr davon leben, dass ich dort etwas kreieren kann. Maker-Community, wir haben es heute Morgen gehört. MakerBot, das ist auch der Traum, den viele haben. Viele, Adidas, schönes Beispiel, ich kann meinen Schuh gestalten. Und das verändert letzten Endes auch komplette Wertschöpfungsketten. Ja? Also, du kommst demnächst in den Adidas-Shop rein, die haben es als Vision schon verkündet letztes Jahr. Kommst rein, dein Fuß wird vermessen. Du wirst gefragt, welche Sportart du hast, die Dämpfungseigenschaften werden eingestellt, du stellst dir noch die Farben ein und dann wird der Schuh erst produziert, weil den gibt es ja vorher nicht, weil es ist ja dein Schuh. Dann willst du aber nicht 3 Wochen warten, bis das Ding irgendwo in Bangladesch gefertigt und geschippt ist, sondern du willst es sofort haben. Und dann kommen eben Techniken, Rapid Prototyping Technologien, 3D-Druck und so weiter auch zum Tragen, weil die Produktion dann wieder vor Ort stattfinden muss. Das heißt, das Warenlager, was hinter mir ist, wird auf einmal zur Produktionsstätte, wo ich eben Schuhe oder andere Produkte entsprechend produzieren kann. Das ist die Welt des Einkaufens, wie wir sie einfach sehen. Und das ist auch der Grund, warum es physikalische Shops weiterhin noch braucht. Aber eben nicht nur, weil letzten Endes der Point of Sale, der ist letzten Endes überall. Wir haben hier, das ist mal so ein kleines Beispiel, was wir so in der Telekom Design Gallery entsprechend machen. Wir haben Digital Signage, da ist irgendwie Plakat oder Werbung für ein Coldplay-Konzert. Und wenn ich da mit meinem Handy vorbeikomme, werde ich authentifiziert, das Handy erkennt mich. Und dann kriege ich eben nicht nur den Hinweis, da ist ein Coldplay-Konzert, was heute momentan Werbung macht, sondern mein Handy sagt mir, okay, Stefan, du magst Coldplay? Okay, hier ist das Konzertticket, hier ist die Zugfahrt dorthin, hier ist das Hotel nebendran, willst du es kaufen, ja oder nein? Und auf einmal ist das Plakat, was bis jetzt nur ein Aufmerksamkeitsmedium war, wird entsprechend zum Point of Sale und ich kann hier eben eine komplette Verkaufsabwicklung auch machen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, weil letzten Endes alles vernetzt ist. Alles ist digital, also kann auch alles zum Point of Sale werden. Umso wichtiger ist es, wenn alles zum Point of Sale wird, auch in dem richtigen Moment das richtige Angebot zu machen. Also ich muss versuchen, irgendwo in die Lebenswirklichkeit des entsprechenden Menschen, des potenziellen Kunden hineinzukommen. Und wir haben das, was man genannt, Content Owner werden die Retailer von morgen. Ein schönes Beispiel, um das mal zu illustrieren, wer kennt Tesco? So eine Art Edeka von UK, die haben ein eigenes Tablet rausgebracht, die haben auch eine eigene App, Real Food. Dort haben sie Sterneküche, die einfach ihre Rezepte vorstellen und dann kann ich irgendwie mein Rezept anschauen. Und wenn ich jetzt weiß, oh, das möchte ich nachkochen, ist es nur noch ein Klick, bis ich letzten Endes bei Tesco meinen Warenkorb zusammengestellt habe und kaufen kann. Chefkoch.de aus Bonn macht das Gleiche. Von daher muss man nicht nach England gehen. Das funktioniert genauso. Aber die Idee ist eben dahinter, ah, ich möchte kochen, ich brauche ein Rezept. Und dann darf der Einkauf eben nicht 5 Kilometer entfernt sein, sondern der ist direkt da, wo auch der entsprechende Content ist. Nächstes Beispiel. Touchpoints werden im Zweifelsfall auch gar nicht mehr als solche wahrgenommen. Sie werden letzten Endes unsichtbar oder letzten Endes in unsere normalen Gewohnheiten entsprechend integriert. Dazu ein kleines Beispiel. Ihr kennt alle Amazon Dash Button, darüber hatten wir heute Morgen schon was gehört. Ich weiß nicht, wer das Produkt hier kennt. Das hat letzten Endes Gillette gemacht mit Hilfe von der Deutschen Telekom. Deswegen präsentiere ich das immer ganz gerne. Da ist der einfache Case, ich rasiere mich nass. Irgendwann sind die Rasierklingen alle und ich brauche neue. Was mache ich? Heute schreibe ich einen Einkaufszettel, hoffe, dass meine Frau einkaufen geht. So Rossmann DM ist eher so bei meiner Frau vernordet.
Und am Samstag kriege ich dann typischerweise den Anruf: Stefan, du Idiot, hier stehen Rasierklingen drauf. Welche brauchst denn du? Ich stehe hier vorm Regal, auch 30 verschiedene. Und dann weiß ich noch, ja, ich habe irgendwie einen Gillette-Rasierer, aber was für einer? Weiß ich auch nicht, muss ins Bad rennen. Also ich komme auch so irgendwie zu meinen Rasierklingen, aber in Zukunft kann das einfacher sein. Ich drücke einfach drauf, wenn ich weiß, die Rasierklingen sind alle. Und dann blinkt das einmal blau und am nächsten Tag habe ich welche zu Hause. Ich würde das jetzt nicht wirklich smart nennen. Es geht wirklich da nur um Einfachheit und Convenience für mich. Ist ein bisschen einfacher. Ich würde dafür auch keinen Cent extra bezahlen. Aber wenn es da ist, ist das einfacher als zu hoffen, dass meine Frau das irgendwie für mich erledigt. Und darum geht's. Und da ist einfach der Point of Sale, der Touchpoint tatsächlich im Produkt integriert, weil eben bis zum Nassrasierer eben alles digitalisiert und entsprechend vernetzt wird. Und da müssen wir aber noch aufpassen, dass die Dinge auch untereinander vernetzt sind. Und deswegen glaube ich auch, dass digitale Shopping-Assistenten immer wichtiger werden. Wir haben es heute Morgen in dem Vortrag über Roboter gehört. Der Roboter als Verkaufshelfer, jetzt kann man sagen, mag ich oder mag ich nicht, der wird wahrscheinlich auch deutlich günstiger sein als der entsprechende Verkäufer. Aber er hat einen großen Vorteil. Wenn ich vorher vielleicht schon auf dem Chatbot mit der Firma irgendwie gesprochen hatte und mein Kundenproblem geschildert habe, dann weiß der normale Verkäufer im Laden nicht, was ich da für ein Anliegen habe. Ich meine, ihr seid vielleicht zumindest teilweise, statistisch gesehen, 40% Telekom-Kunden. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr geht irgendwo in einen Telekom-Shop, nachdem ihr vorher mit der Hotline telefoniert habt und euch am Internet informiert habt und dreimal das gleiche Anliegen geschildert habt. Und dann kommt ihr in den Shop und müsst euch erstmal authentifizieren und nochmal das Anliegen schildern. Kennt man doch, oder? So. Macht das Spaß? Nein. Wie schön wäre es, ich bin irgendwo online, chatte, die sagen, geh in den Shop und ich gehe in den Shop und der Roboter sagt, ach schön, Stefan, dass du da bist, das war dein Problem, hier ist die Lösung. Und das kann man halt deutlich einfacher auch machen, wenn das Ganze eben nicht nur vernetzt ist, sondern wenn man da auch ein paar Helferlein hat, die in Sekundenschnelle diese Informationen zur Verfügung bekommen. Und dann macht das Einkaufen oder auch das Problemlösen deutlich mehr Spaß, weil es einfach auch effizienter ist und nicht mehr so lästig. Und das letzte Thema, was für unsere Retailer auch immer sehr wichtig ist, wie kommt die Ware eigentlich zum Kunden? Deswegen auch der Logistikprozess passt sich dem Kunden an. Wir alle kennen die Szenarien von der Drohne, die die Prozesse ausliefert, aber auch das ist etwas, was man eben in dem ganzen Gedankenspiel mitdenken muss. Wir hatten heute schon das Beispiel gehabt, ja, und der Postbote kommt und ich bin nicht zu Hause, was machen wir eigentlich? Deswegen Logistik wird einfach individueller. Das Paket wird zu dir geliefert und wenn die Haustür weiß, du bist nicht da, lässt den Postboten rein, ist vielleicht auch Ermessensfrage, gibt auch andere Lösungen, aber eben jeder hat da so seine andere Präferenzen, deswegen auch die Logistikprozesse müssen sich entsprechend anpassen und die Technik, über die ich gar nicht so heute gesprochen habe und auch nicht sprechen möchte, wird sich dafür Lösungen anfinden, ob das Drohnen sind, smarte Haustüren oder entsprechend smarte Kofferräume. Das waren so die Hypothesen, die ich mal kurz vorstellen wollte. Das ist, wie wir es denn entsprechend umsetzen in der Telekom Design Gallery. Bei uns fängt Einkaufen zu Hause an. Wir können dann in den Shop gehen, dort verschiedene Sachen entsprechend ausprobieren. Und da wir sagen, wir reden ja über individuelle Produktkreierung, werden die Sachen bei uns dann auch entsprechend gefertigt in unserer kleinen Fabrik. All das ist in Bonn. Konnte ich leider heute nicht mit in den Koffer packen. Wer es sehen will, einfach mal kurz melden bei mir. Können wir bestimmt einrichten. Vielen Dank. Sehr vielen Dank. Okay, gibt es Fragen aus dem Publikum? Sonst habe ich noch ein paar. Oder ich gehe einfach auf Leute zu. Das kann ich natürlich auch machen mit einem Mikrofon. Hat man immer viele Möglichkeiten. Zum Beispiel dieser junge Herr. Können Sie sich bitte mal vorstellen? Hi, ich bin der Benny. Hi. Hi. Was machst du? Ich bin Texter in der Werbeagentur. Hast du eine Frage für den Herrn? der Rasierer zum Beispiel. Den gibt es so schon auf dem Markt? Den gibt es irgendwie 3000 Mal, ist die letzte Zahl, die ich gehört habe, im Markt. Das hat Gillette im deutschen Markt, Gillette Deutschland im deutschen Markt getestet. Das ist momentan noch in geschlossene Beta-Version. Das disruptive Potenzial dahinter ist, in dem Fall verkauft Gillette natürlich an dich als Kunden direkt. Und da ist der Handel einfach außen vor. Und das mögen die Händler natürlich nicht so gerne. Und deswegen ist Gillette auch so ein bisschen vorsichtig in der Umsetzung und ist da ein bisschen zurückhaltend. Und deswegen ist es momentan nur so in offiziellem Teststatus und noch nicht flächendeckend verfügbar. Aber er kriegt es jetzt mit nach Hause, oder? Das wäre die nächste Frage gewesen. Er braucht es auch. Dankeschön. Eine Frage zu dem Workshop vorneweg. Die Ergebnisse des Workshops,
das sind jetzt nicht alles, was Sie jetzt hier vorgestellt haben, wahrscheinlich nicht in Gänze das Treffen, aber gibt es da irgendwie eine Studie zu, wo man sagen kann, so hat die Masse entschieden, was dabei rausgekommen ist, wie Retail 2025 aussehen wird. Genau, da muss ich verweisen, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, Trend One ist einer unserer Partner gewesen. Wie gesagt, wir versuchen da einfach über verschiedene Zukunftsthemen uns zu unterhalten. In dem Fall haben wir das mit in Partnerschaft mit Trend One gemacht. Die haben dazu eine Studie gemacht, die sie auch entsprechend auf ihrer Website, ich glaube, zum Download anbieten. Falls Sie jetzt einfach nur ein Exemplar brauchen, sagen Sie mir gleich Bescheid, dann können wir es machen. Ah, sehr gut. Noch ein Connection. Ja, hi. Danke erstmal für den Vortrag und danke für die tollen Bilder. Hat auf jeden Fall den Raum gut aufgemacht. Ich wollte fragen, weil du hast jetzt so ein paar Beispiele gezeigt, wie man mit seinem eigenen Device sich tolle Sachen kaufen kann. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel auch. Aber ihr jetzt als Telekom habt ja auch so eine Haltung, wie ihr mit einem Kunden am POS umgehen wollt. Also so Anteil persönlicher Kontakt versus digitaler Kontakt. Habt ihr nicht irgendwie auch Lust, mit euren Kunden zu sprechen? Haben wir schon, aber nicht unbedingt haben die Kunden immer Lust, mit uns zu sprechen. Nein, also das ist natürlich jetzt genauso die Gratwanderung, die man hat. Deswegen fand ich auch heute Morgen den Vortrag über die Roboter im Shop so spannend. Und das ist auch etwas, was wir ausprobieren. Und letzten Endes muss man sagen, bei uns, der Shop. Wer war das letzte Mal im letzten halben Jahr beim Telekom-Shop gewesen? Zwei Stück, ja. Wir sehen, online machen wir anscheinend auch viel. Was gekauft dort? Was gekauft dort? Nee, ich war einfach frustriert. Du warst frustriert. Bei dir? Hast du was gekauft? Okay, du durftest. Also man sieht, unsere Shops sind tatsächlich nicht nur reine POS, wo man reingeht, um was zu kaufen, sondern sind tatsächlich auch Service Center. Ein sehr, sehr wichtiges. Also 40% der Leute, die reinkommen, haben eigentlich nur ein Problem, das sie gelöst haben wollen. Und natürlich wollen wir mit den Leuten sprechen, aber ich glaube einfach, und das sieht man einfach auch an den Beispielen, Technologie kann helfen, die Zeit im Shop für alle effizienter zu gestalten. Also eigene Erfahrung, da muss man einfach sich die Kunden anschauen, das ist wahrscheinlich auch für jeden Retailer anders, aber bei uns, die meisten Leute, sehr viele Leute kommen rein mit konkreten Anliegen, dann gucken sie, wo ist eigentlich der Verkäufer und versuchen möglichst dann irgendwo sich in eine fiktive Schlange einzureihen und passen auf, dass sie ja nicht übersprungen werden. Dabei haben wir so tolle Produkte in unserem Shop und die Leute könnten doch eigentlich die Wartezeit nutzen, um sie zu explorieren. Das heißt, auch da kann man Technologie nutzen und sagen, virtuelle Warteschlange, ich weiß, dass ich mal Verkäufer bin, habe dann einfach 10 Minuten Zeit, irgendwie mir was auszuprobieren. Also es geht nicht darum, den Menschen abzulösen, sondern es geht darum, Technologie so einzusetzen, dass sie mir einen Vorteil bietet und mein Leben einfach angenehmer gestaltet. Und das ist das, was wir jetzt testen. Wir sind auch gerade dabei, zum Beispiel auch tatsächlich so einen Service-Robot in Shops mal zu testen. Und letzten Endes entscheiden denn die Kunden. Und darum geht's. Es geht hier nicht darum, Technologien in den Markt zu bringen, sondern uns allen Verbrauchern, Kunden das Leben einfacher zu machen. Und wenn Technologie da helfen kann, herzlich gern. Wenn nicht, dann vertrauen wir doch weiterhin gerne auf Menschen. Bist du zufrieden mit dieser Antwort? Also ich habe nach einer Haltung gefragt tatsächlich, also zum Beispiel Apple, ja? Also wenn ich reinlaufe, ja, treffe ich erst einen Mensch und der sagt mir dann, ja, hier, geh an das Gerät und probier's aus. Ja. Ja? Dann mache ich das ganz alleine, dann will ich auch mit jemandem mehr quatschen, mhm, dann will ich mit dem Gerät sprechen. Ja? Aber da gibt es auf jeden Fall, der Erstkontakt ist durch einen Menschen, mhm, der kann auch mein wahrscheinlich sehr kompliziertes Problem in dem Moment sehr, mhm, sehr einfach lösen, mhm, und ich bin befriedigt. Ne? Und das Szenario, das du da zum Beispiel aufgemacht hast, man schaltet Technik davor und lässt dann quasi auch durchfiltern. Und das sehe ich kritisch. Also ja, super kritisch, weil im Endeffekt, es hat von UX, also welche Filter muss ich erst durchlaufen, bis diese Maschine versteht, was ich will tatsächlich, ja, und warum hat diese Person da hinten nicht die Kompetenz, mit mir zu sprechen? Okay, dann darf ich noch mal darauf antworten. Ja, gerne, natürlich. Nachdem ich die Frage vielleicht jetzt, auch wir haben eigentlich die Haltung, wir haben normalerweise Welcome Manager in unseren Shops, das heißt, der menschliche Kontakt uns da sehr wichtig. Wir haben aber im Gegensatz zu Apple eine relativ breite Zielgruppe und es gibt tatsächlich Leute, die finden das nervig, gerade so im Deutschen. Gibt es Leute, die einfach sagen, oh, ich will nicht angesprochen werden im Laden. Und da probieren wir einfach aus, ob die vielleicht nicht als Alternative lieber mit dem Roboter sprechen würden und dem weitergeholfen wird. Wenn das erfolgreich ist, wird es ausgerollt. Wenn nicht, dann nicht. Aber momentan setzen wir sehr, sehr stark auch da auf eine persönliche Begrüßung. Ja, okay. Noch weitere Fragen? Wir haben noch Zeit für eine. Ja. Nee, alles gut. Okay, dann behalte ich es. Wozu muss der Roboter da stehen? Weil der Roboter hat ja nur das iPad in der Hand gehalten vorher. Also muss er kommunizieren können oder braucht man dann ein iPad an der Wand nicht auf? Roboter sein, weil ich glaube, dass Roboter doch irgendwie abschreckend sein.
Warum ein Roboter? Warum ein Roboter und nicht ein einfaches iPad? Also der Roboter war jetzt kein Roboter, den wir bei uns so in den Shop stellen würden. Das ist einfach ein Beispiel, was, ich weiß gar nicht von wem das war, den es gibt, ein Pepper. Das müssen wir uns anschauen, aber tendenziell gegenüber dem iPad ist der Aufmerksamkeitsfaktor. Also wenn du halt irgendwo einen Roboter hast, der sich bewegt, links und rechts und so halbwegs wie ein Wesen ausschaut, hast du einfach eine größere Aufmerksamkeit, zumindest aktuell, wenn das noch nicht jeder hat. Und das ist einfach der Vorteil gegenüber dem iPad, weil davon, wir haben so viele Screens bei uns zumindest in den Läden, da wird ein iPad einfach nicht mehr auffallen. Okay, habe ich noch eine letzte Frage, weil Telekom ist natürlich eine sehr große Firma, muss man auch intern um Aufmerksamkeit kämpfen immer. Ist das Thema Design, wird das jetzt auch bei neuer Produktentwicklung von Anfang an benutzt? Da muss ich mal ganz kurz auf die allererste Seite springen, um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen. Da steht Telekom Design unter meinem Titel. Also wir haben seit 2009 ein eigenes Design-Department in der Deutschen Telekom. Das musste sich auch erstmal durchsetzen. Das war eine kleine Rebellentruppe. Wir sind mittlerweile 100 Leute in Bonn, Darmstadt und Berlin verteilt. Suchen auch aktuell noch ein paar Kräfte zur Verstärkung. An der Stelle vielleicht nutze ich das dann nochmal als Werbeplattform, wenn ich schon so die Steilvorlage bekomme. Ja. Dafür sind wir da. Und Design ist tatsächlich, wir waren eine Behörde gewesen, wir waren ein Technologieunternehmen und wir sind auf dem Weg, ein kundenorientiertes Unternehmen zu werden, was Design sehr, sehr wertschätzt und versucht eben Customer Experience bestmöglich umzusetzen. Wir wissen, da ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ich glaube, wir haben da ein paar richtige Flöcke eingerammt und sind da auf einem ganz guten Weg.